vorgestellt. AirPods CEO. Ja, ich habe einen Key bekommen von diesem Spiel von Olof. Und das Ganze ist von Apoapsis Studios. Und ja, wir haben hier ein schickes Spiel, wo wir einen Flugplatz simulieren. Ja, man kann das Ganze auf Deutsch spielen, wie ihr seht. Wir können ja mal hier reingehen, gucken. Gesicht, Männlein, Frisur. Okay, das tut sich nur um 180 Grad drehen. Haarfarbe hätte ich gern so. Und Hautfarbe ein bisschen heller. So, Augen machen wir blau. Nase ist okay, Mund. Okay, da haben wir auch nur zwei zur Auswahl. Der Anzug. Oder haben wir was Legeres, dann nehmen wir das. Und das ist Ass. Und der Nachname ist Reiter. Und dann können wir da schon weitergehen. Okay, dann können wir in der Weltkarte aussuchen. Flughafenstandort bestätigen. Können wir reinzoomen. Wo machen wir? Gute Frage, ne? Wir nehmen mal hier Stuttgart, weil da kommt der Michael Friedrich, glaube ich, weg. Das machen wir mal. Dann geht's weiter. Flughafenname. Okay, das ist dann Flughafen Stuttgart. Das haben wir. Und dann hier drei Buchstaben. Machen wir F für Flug, H für Hafen und S für Stuttgart. Dann brauchen wir hier noch ein Icon. Okay, da sind wir schon durch. Dann nehme ich, glaube ich, das hier mit den Bergen. Einfach, mäßig. Wow, wie schwierig können wir schon machen. Sandbox nicht. Du beginnst nur mit $500 im Bargeld. Okay, dann starten wir das Ganze. Wird geladen. Und dann sind wir hier drin und haben hier Willkommen auf deinem Flughafengelände. Ist das dein erster Tag hier? Dann sehen wir uns mal diese kurze Einleitung an. Beginne Einleitung. Das ist das Baufenster, in dem du alle Strukturen und Gegenstände rund um den Flughafen findest. Einige Objekte sind noch nicht verfügbar und müssen im Beschaffungsfenster freigeschaltet werden. Okay. Und das ist das Managementfenster, das du kurz tappt. Das ist das wichtigste Fenster, in dem du alles findest, was zum Leben eines CEO dazugehört. In der ersten Registrierkarte ist das Dashboard, wo du einen allgemeinen Überblick über das aktuelle Zustand des Flughafens hast. Okay. In der Registerkarte Wirtschaft findest du ein Budget und kannst Verträge annehmen, neue Produkte bestellen oder Kredite aufnehmen. Okay, nächste. In der Registerkarte Betrieb kannst du Dienste deines Flughafens ein- und ausschalten sowie den Flughafen öffnen und allgemeine Luftfahrt zur Nutzung zulassen. Im Fenster Bau kannst du Auftragnehmer einsetzen, die dir beim Bau des Flughafens helfen. Okay. Oh, es sieht so aus, als hättest du eine neue E-Mail vom Bürgermeister erhalten. Klicke auf den Button E-Mail, um sie zu lesen. Erneut drücke Tab, um das Managementfenster erneut zu öffnen. Achte darauf, dass du mit unterschiedlichen Fenstern vertraut wirst. Okay. Flugplaner. Das war da, okay. Sobald du deinen ersten Fluglinienvertrag zeigen und einen Flugplan für kommerzielle Flüge gebaut hast, kannst du sie hier planen. Okay. Gut, es gibt noch so viel für dich selbst zu tun und zu lernen. Wenn du H oder das Fragezeichen unten links drückst, kannst du das Tutorialfenster erneut öffnen. Wenn du jemals Hilfe brauchst, kannst du dir den aktuellen Schritt im Tutorial ansehen und die Checkliste. Drücke weiter, um mit dem Bau eines ersten Flugplans zu beginnen. Also, warte mal, die E-Mail wollen wir erstmal lesen. Die ist da unten. Linus Carlsen, Linus Carlsen, Stuttgart. Und hallo, als Reiter, mein Name ist Linus Carlsen und ich arbeite im Seniorenamt. Ich habe gehört, dass du gerne lernen möchtest, wie man einen Flughafen baut. Genau. Deshalb solltest du dir auch das Tutorial ansehen. Dort findest du eine ausführliche Anleitung dazu, wie man einen. Achso, da kann man auch draufklicken, dann geht's mehr, ne? Großen internationalen Flughafen wandelt. Drücke H, um schnell einen Überblick über deinen aktuellen Fortschritt zu halten, oder gibt's im Tutorial ein Lernprogramm? Okay. Gut, dann. Top. Weg. Danke für den letzten Meeting. Ich hoffe, Sie mögen Ihren neuen Job. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hoffentlich kriegen Sie es bisher besser hin als der letzte, der den stolzen Flughafen unserer Stadt bauen wollte. Von Ihnen liegt eine ganze Menge Arbeit. Eine Menge Arbeit. Also packen Sie es besser an und leiten. Okay, das ist auch eine Tonne. Achso, ne, das ist das im Mülleimer. Den jagen wir auch im Mülleimer. Gut, okay, dann sind wir da soweit. Was ist jetzt hier? Flughafen sind komplett mit. Ja, denk dran, dass du die Rückliste aufrufen kannst. Im Managementfenster findest du ein Tutorial, okay?
So, das heißt, wir müssen auf Wirtschaft, auf dieses blaue Icon und dann müssen wir hier wahrscheinlich schon was abschließen. Ja, unterzeichnen geht ja nicht anders, müssen wir wohl machen. Dann ist das erledigt. Jetzt haben wir einen Vertrag. Auftragnehmer ein unter Betrieb Bau. Betrieb, das ist wohl Bau. Und dann brauchen wir wohl Leute. Na, machen wir mal so 20 Leute. Ruf mal an, dann kommen die wohl. 69 sind's. Okay, 9 Euro kostet es pro Stunde. Warte darauf, dass die Arbeiter ankommen. Okay, das heißt, wir können das schließen und müssen mal gucken, wo das hier so ist. Aha, da unten kommt auch schon Bus oder was auch immer ist. Okay, wenn die dann da sind. Aber wir können definitiv hier mal schneller machen. So, jetzt die Leute da. Sind einmal hochzukrampeln. Okay, platziere einen kleinen Landbahn, warte auf Baumaterial. Landebahn, den Flieger auswählen. Landebahn auswählen, da haben wir sie schon. Konnte man da noch was? Ne, kann man nur die auswählen, okay. Dann bauen wir die mal da ganz oben hin, oder? Oder nicht ganz oben, vielleicht ein bisschen tiefer, damit man da noch hinterher was machen kann, irgendwie. Machen wir da. So, dann ist das auch schon fertig. Jetzt brauchen wir was? Platziert zwei Landebahneinfahrten, Ausfahrten, jeweils an beiden Enden der Landebahn. Das ist hier das. Aus Gras das Ganze. Ah, die machen das ganz am Ende, ne? Dann machen wir das auch ganz am Ende. Haben wir? Das Rollwertfundament von deinen Landebahneinfahrten aus. Okay, das heißt, ich muss da jetzt dieses Symbol auswählen und das da und muss jetzt diese Sache verbinden. Ja, das ist jetzt voll doof gerade. Okay, habe ich doch. Jetzt nochmal das Ganze. Das, das, das. Und ich verbinde die beiden Sachen. So, 4. Das sind 5 da oben. Zack. Passt, oder? Jetzt brauche ich 5 kleine Standplätze. Das sind die Parkpositionen hier wohl. Okay, auch auf Gras. Und die sollen da einfach irgendwo hin. 1, 2, 3, 4 und 5 haben wir. Warte, bis das Rollfeldfundament fertig ist und verbinde dann Rollfelder. Fahrt mit den Standplätzen und den... Ah, das ist jetzt dieses hier. Die sind schon hier kräftig am Basteln. Dann müssen wir das so machen, so machen. Okay. Sieht doch schon ganz nett aus, oder? Keiner da, der arbeitet? Doch, hier. Jetzt geht's voran. Okay. Da kommen sie wieder und arbeiten hier wieder. Okay. Die flitzen alle, die kann man hier kaum sehen, so klein sind die. Man kann ja näher reinzoomen, dann kann man sie auch groß sehen. Aber wir sind jetzt auf dem Schnellmodus, ne, ist auch klar. Ach, die machen sogar Geräusche, cool. Okay. Da ist auch schon was fertig. Muss man hier verbinden, ne? Jetzt wird's Nacht. Ich hoffe, die arbeiten auch nachts, ne? So Nachtschicht gibt's bestimmt Zulagen und sowas.
Okay, da wird auch gearbeitet. Dann ist das auch schon erledigt. Passt. 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 Okay, bitte weiterarbeiten. Am besten diese zwei Felder mal gerade. Okay. Da kommt auch einer. Fertig. Dann geht's hier weiter. Das mal hier machen. Ja, genau. Und dann hier bitte. Da ist er. Fertig. Dann gehen wir hier weiter rüber. Da bitte weitermachen. Ah, ich glaube, die bauen jetzt die Rollbahn von da hinten fertig. Stück für Stück. Wie bleiben wir eingestellt? 25? Ich glaube ja, ne? Wenn das 25, ich glaube nicht, oder? Aber da sind immer welche am Laufen und so, ne? Okay. Könnte ich auch da setzen, ja. Aber will ich ja nicht. Ich möchte ja die gerade Linie haben, ne? Ja, die Zeit läuft schnell, aber dauert trotzdem lange. Wir sind schon ein gutes Stück voran, auf jeden Fall. Dass wir zu diesen Parkpositionen kommen. Ach, da steht schon was Neues. Plötzlich einen kleinen Flughafen-Tower. Den gibt es da. Also zwischen klein und groß kann man entscheiden. Und den haben die hier einfach unten runter irgendwo gebaut. Hier so, ne, oder? Kann das sein? Sieht so aus. Machen wir auch. Kleiner Flugverkehrskontrollturm. Okay. Dann gehen wir wieder hier rein und ziehen mal das gerade lang, weil die sind schon ein ganzes Stück weiter. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, kleiner Standplatz, da sollten wir machen. Okay. Da geht's voran mit dem Rollweg. Okay, was machen Sie jetzt? Hier schon Felder, okay. Dann ist der kleine Standplatz gleich fertig. Aha. Ja, sehr gut. Und dann haben wir den ersten Standplatz schon verbunden. Zweite wird fertig gemacht. Kontrollturm ist wohl noch nichts, ne? Ist noch nicht. Naja. Ja, die sind fleißig am Arbeiten, ne? Der ist auch fertig. Haben wir schon den zweiten angebunden. Der wird auch fertig gemacht. Macht mal lieber das Rollfeld erstmal hier fertig. Okay, es wird wieder Tag. Ah, da gibt es bestimmt nachher eine so Nachtflugverbot und sowas alle, ne? Okay. Wieder einer angebunden. Kleiner Standplatz. Der letzte wird jetzt auch noch gemacht. Okay, der ist blau. Also, weil der fertig ist oder was? Ah ne, das ist der erste Punkt zum Rausrollen. Alles klar. Warum der jetzt noch rot ist und die anderen nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist er auch blau geworden. Okay, das dauert eine Weile wohl. Das ist auch fertig. Jetzt ist nicht mehr viel. Los jetzt, zack, zack, mal hier.
Okay, da kommen noch zwei. Der ist fertig. Der auch. Und wo geht er hin? Da unten. So, dann haben wir das geschafft. Die sind angebunden. Jetzt kommt der Tower noch. Das haben wir alles richtig, glaube ich, gemacht. Der Tower, kleines Flugverkehrskontrollzentrum. Kontrollturm, kleiner. Nicht kleines, kleiner Kontrollturm. Die werden da auch am Rackern, sind da auch am Rackern. Okay. So, der Turm ist fertig. Was kommt jetzt? Jetzt wird es Zeit, diesen ersten Flug anzunehmen, um annehmen, dass wir noch keine mehr haben. Dabei handelt es sich um kleine Flugzeuge, die von privaten Piloten geflogen werden. Zuerst müssen wir zur Landebahn die Flugzeuge schon, die Flugzeuge sind. Aha, okay. Jetzt müssen wir da irgendwas öffnen. Dann müssen wir hier auf das Rollfeld. Okay, da. Das ist wohl alles richtig. Und dann so auf die Standplätze. Dann müssen wir da anklicken und da. Da. Und da. Da. Und noch den fünften. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das läuft. Ach so, Airport müssen wir noch öffnen. Wo ist das? Operations. Also Tab. Betrieb und den ersten Reiter hier. Und dann Flughafen öffnen. Haben wir. Und dann noch hier den Haken setzen. Und da war schon einer gekommen, oder? Ja. Dann machen wir jetzt einen kleinen Tacken mal langsamer. So, der geht schon in die erste Wartebucht. Oder Parkposition. Warte, dass fünf Flugzeuge irgendwann da sind. Okay. Na dann, da kommt schon der zweite. Was ist denn das für einer? Keine Ahnung. Flug aktiv. Machen wir den gerade. Kann man das dann auch ein bisschen größer kriegen? Nee, leider nicht. Flughafen Stuttgart, Stuttgart Germany Loop von Neues Erfinder, Commercial International Airport. Okay, 16:30 Uhr, startet wieder um 6:24 Uhr Ankunft, keine Zukunft der Ankünfte, einmal, okay, Kraftstoff, die brauchen Sprit, alles klar. Drei sind schon, der vierte kommt gerade rein, das bedeutet, wir haben gleich diese Aufgabe auch erfüllt. Auf deinen Flug haben allerdings, wenn du einen Kaufflug nur tagsüber statt. Sie bieten dir eine einfache, aber gute Einnahme, könnte ich sie für die Nutzung der Landebahn und das Parken zahlen. Okay. Es fehlt nur einer. Ist er schon da? Nee. Okay, das heißt, dann bringen die die Standardgeschäfte. Ja, wäre jetzt schön, wenn dann noch einer kommt. Spät ist denn das? Ach so, wahrscheinlich ist es schon jetzt von der Zeit her zu spät, dass dann noch der fünfte kommt. Na super. Was haben wir denn hier noch für eine Stufe? Zum nächsten Tag vorspulen, ja dann. Ja, macht Sinn, ne? Jetzt ist Regen angesagt. Ach, da ist schon einer gestartet gerade. Der ist nur abends abgehauen. Einer fehlt uns wohl noch, oder? Es regnet. 4 Uhr vorgespult, okay. Ja, wäre schön, wenn jetzt noch zwei. Ne, einer muss ja nur kommen, dann waren das ja fünf, oder? Der läuft jetzt auf normal. Dann machen wir auf schnell. 4:30 Uhr. Wäre schön, wenn es dann ein bisschen schneller geht. Uhr. Und da fliegt schon wieder einer weg. Der macht schon Licht an und zitt ist er weg.
Startgebühr hat er auch bezahlt. Und der letzte, da kommt einer rein, das müsste dann der fünfte eigentlich sein. Ne? Ah, da ist es auch schon passiert. Herzlichen Glückwunsch, warte, machen wir gerade wieder langsamer. Seinen ersten betriebsbereiten Flug ab der Piloten der allgemeinen Luftfahrt fällt ein Flug haben, aber sie machen sich Sorgen, weil es keinen Auftankdienst gibt. Beginnen wir damit, Struktur für einfache Auftankdienste zu errichten. Okay. Bauauftankdienst. Schalte den Afgas 100 LL Tankdienst frei und warte darauf, dass er fertig ist. Unterwirtschaft, Beschaffung. Also wieder Tab. Wirtschaft. Beschaffung war der lilane. Aha, das ist der Tankdienst. Jetzt freischalten. Okay, das ist wohl verbleibende Zeit. 1 Stunde 59 Minuten, bis das kommt. Okay. Das heißt, den können wir, glaube ich, wieder zumachen. Aber wir können mal gerade hier auf Stufe 3 wieder drehen. Dann geht das ja schneller, ne? Wie ist mit Geld? 171, 842. Also da kommt immer was rein. Das ist doch schon mal cool. Wir machen irgendwie Gewinn, kann das sein? Die Stunde. Hier läuft's noch. Jetzt machen wir Minus. Wieso machen wir jetzt Minus? Und mal Plus. Da kommt ein Flieger rein. Ach so, wenn einer da kommt, dann macht man gerade Plus. Okay. Platziere ein Fahrzeugkontrolle um die. Fahrzeugkontrolle soll ich verbinden. Wo ist denn das? Bei dem Bus. Und dieses Fahrzeug hier. Ist dann da, oder? Ja, machen wir mal so. Sieht zwar hier anders aus, aber ist nicht schlimm, weil das ist ja da. Wir haben es ein bisschen anders gebaut. Und was ist das jetzt für ein Symbol? Jetzt hier die Dienststraßen. Verbinde die Fahrzeugkontrolle mit deinem Flugzeugstandplatz. Ja. Ist es dann fertig oder was? Ja, ist es zum Glück. Weil ich habe schon angebunden gehabt, ne? Aber er wollte einfach nur, dass ich was baue. So, baue Auftankdienste. Platziere ein Fahrzeuglager oder einen Parkplatz für Einsatzfahrzeuge. Das ist hier Fahrzeuglager oder Parkplatz für Einsatzfahrzeuge. Nehmen wir einen Parkplatz für Einsatzfahrzeuge. Kann man das auch drehen? Geht das mit R? Ja. Machen wir das so, oder? Zack, fertig. Parkplatz. Jetzt brauchen wir das Treibstofflager. Wo finde ich denn das? Bei Flugzeugen. Und da. Klein. Und drehen wir wieder und setzen das da einfach hinter. Ist dann auch fertig. So, jetzt warten wir, bis alle Strukturen gebaut sind. Finanziell sind wir von 171 oder sowas runter auf 160, weil wir bauen ja gerade immer was. Machen wir schneller, weil wir sollen ja warten, bis das fertig ist. So, hier blinkt noch was, da müssen wir bestimmt auch noch verbinden, ne? Mit der Straße da unten. Machen wir, wenn das Tutorial soweit ist. Das passt, jetzt machen wir das Lager, das ist auch gut. Lager ist fertig. Abgehakt. Toll, wir sind fast soweit, dass wir einen Auftankdienst anbieten können. Wir müssen jetzt nur noch einen Treibstofftruck kaufen und einen Vertrag mit einem Luftfahrttreibstoffanbieter unterzeichnen. Okay. Das heißt wieder Wirtschaft. Haben wir schon das. Und jetzt Fjord-Treibstofftruck, das ist der dann, den bestellen wir dann. Fahrzeugkontrolle, Fahrzeuglager.
Verstehe ich jetzt nicht. Unter Wirtschaftsbeschaffung habe ich hier. Ach so, das ist. Doch, das ist der doch, ne? Ach, das ist noch nicht gebaut und deswegen geht's nicht, oder was? Doch, ist doch hier gebaut. Aber der blinkt dann noch mit der Straße. Ich glaube, wir müssen erst die Straße anbinden, kann das sein? Kaufe einen. Öffentliche Straße. Nehmen wir hier die Asphaltgeschichte mal. So. Die bauen das, das ist gut. Ist das das Problem vielleicht? So, jetzt noch mal auf den Tab gleich gedrückt, wenn die Straße fertig ist. Na, die sind kräftig am Arbeiten auf jeden Fall. Macht einen guten Eindruck soweit. Wir haben gleich schon eine halbe Stunde gemacht hier. Sind aber auch schon beim fünften von fünf beim Tutorial. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt ist die Straße gleich fertig. Vielleicht lag es daran, dass keine Anbindung da war. So, und jetzt bestellen wir das. Und jetzt geht's auch. Siehst du, es lag daran, dass die Straße nicht da war. Alles klar. Gut, das geht aber auch schnell. Ja, dann wird ja gleich der Truck da kommen. Du musst einen Vertrag mit einem Luftvertriebsunternehmen unterzeichnen. Wirtschaft. Angebot. Angebotene Verträge. Aha, da haben wir ihn schon. Unterzeichnen wir gerade. Und jetzt liefern sie auch, da ist er schon, oder was? Ne, das war der Truck. Warte darauf, bis der Luftvertreibstoff. Ah, da ist er. Okay, der betankt das und der will auch schon Sprit haben. Und der tankt voll. Und jetzt aktiviere den Arbeitsmodus auf den Betriebübersicht. Betrieb. Das ist da. So, und jetzt. Ah, jetzt müssen wir 5 Stück auftanken. Die wollen wahrscheinlich gerade nichts, weil die alle schon hier sind, ne? Das kann natürlich sein. Und außerdem ist es Nacht. Vielleicht gibt's deswegen nicht. Schauen wir mal. Haben die sich gerade bewegt? Ich glaube ja, ne? Was ist denn das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Ja, jetzt bis zum nächsten Morgen. Können wir hier, ne? Oder wie war das? Zack. Bis 4 Uhr geht das, ne? Und dann schneller. So, der Truck war getankt, ne, oder? Wir haben nur noch 98.000, also wieder 60.000 weniger. Okay, E-Mail, da auch 4 Stück schon. Zahle schnell, guten Tag, meine Mitarbeiter in der Kundenabteilung, meine bekannten Bank hier in London. Nee, wir wollen keinen Kredit. Quittung wie für Treibstoff, okay, das hatten wir ja gebucht. Goldene Gelegenheit, wir zahlen schnell. Nee. Quittung für, alles klar, haben wir schon erledigt, die E-Mails. Läuft, ne? Es ist 5:30 Uhr. Aber die fliegen jetzt alle weg. Okay, Warteposition, alles klar. Der auch. Und ich will hoffen, wenn die dann gleich kommen. Oh, guck mal, da sind so Streifen auf dem Rollfeld schon. Nee, das ist die Startbahn. Das ist ja cool. Und er kommt jetzt und, ah, er fährt auch hin. Alles gut. Alles gut. Er hat ihn jetzt betankt. Das ist dann der erste. Da kommt der nächste. Der kriegt auch Sprit. Sehr schön. Zweiter. Das ist dann der dritte. Da fährt er wahrscheinlich auch hin. Sehr gut.
Jetzt brauchen wir Nummer 4 und Nummer 5 noch. Da kommt Nummer 4. Kriegt auch Sprit. Ah, und dann hier noch bitte einen da hinten rein, dass wir das auch noch erledigt haben. Da kommt er auch schon, super. Die sehen alle unterschiedlich aus, das ist krass, ne? Also die beiden sind gleich, aber trotzdem insgesamt sind sie unterschiedlich. Cool. Das haben wir geschafft. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du die Grundlagen des Flughafenbetriebs gelernt. Du kannst dein Flughafengelände ausbauen und mehr Geld verdienen, indem du Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt abfertigst. Irgendwann können es auch interessant für dich werden, Passagierflugzeuge bzw. kommerzielle Flüge abzufertigen. Wenn du bereit bist, klicke auf Weiter. Also nächstes. Bau ein Terminal. Jetzt hier das Terminal im Fundament heraus, mindestens 20x15. Terminal hier. Ja, okay, aber ich würde jetzt mal sagen, wir unterbrechen das Ganze hier und spielen das zweite Tutorial dann in der nächsten Folge. Und ich denke mal, dass wir dann die Tutorials, wenn da noch welche sind, weiter durchziehen werden. Und ich finde es schon ganz cool. Wir verdienen leicht Geld hier jetzt, so wie es aussieht, mit dem Tanken und sowas. Das macht einen guten Eindruck. Und ja, da... Ne, wir hatten eben 98, jetzt sind wir 104, also muss das mit dem Sprit klappen, ne? Funktioniert das denn auch mit dem Sprit? Ach, guck mal, da ist nur noch 33%. Muss ich dann nachordern? Hier ist sowas. Zusätzlich. Vertrag überprüfen. Was ist denn Vertrag überprüfen? Minimum für eine Blendung. Aber ein Fahrzeug für 1,85 Dollar pro Liter. Nein, pro Liter. Da schreibt er die pro Lieferung 200.000 Liter. Der Treibstoff automatisch gehört, wenn der Treibstoff weniger als 10% hat. Okay, dann brauchen wir da also nichts machen. Das läuft. Gut, okay, dann sind wir aber jetzt erstmal hier soweit durch, würde ich sagen. Wir kümmern uns in der nächsten Folge dann um die Geschichte mit dem Dingens. Sag schon... mit dem Terminal, wo wir Passagiere da annehmen, das werden wir wohl hinkriegen jetzt. Ach so, warte mal, der LKW? Ach so, der ist noch voller. Der hat 82% Fahrzeugzustand. Ach, den muss man wahrscheinlich auch noch reparieren oder sowas, ne? Menüanzeigen. Okay. Alles klar, das heißt, da gibt's noch ganz viele Geschichten, die man dann beachten muss. Alles gut. Gut, okay, dann würde ich sagen... cooles Spiel, gefällt mir sehr gut, macht richtig Spaß, so einen kleinen Flughafen zu haben und den dann auch rauszubauen. Wahrscheinlich müssen wir dann Terminal machen, Abfertigung und so weiter und so fort, Zoll und was weiß ich, was da alles gibt. Das kriegen wir aber bestimmt alles sehr schön hin. Gucken wir uns an, mir macht das richtig viel Spaß. Ja, mal schauen, dass man hier, kann man ja auch noch richtig weit erweitern, ne? Das würde ich sagen, das ist jetzt hier der Privatbereich und das Terminal bauen wir hier unten hin und da müssen wir mal gucken, ob da noch eine Flugbahn hingeht oder sowas. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber wie das immer so ist, ne? Mal gucken, was wir da so noch reißen können. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade und Kommentare sind herzlich willkommen. Ich würde mich richtig drüber freuen, wenn er die reinbringt, damit wir da mal ein bisschen Kommunikation haben, was hier läuft und was hier nicht läuft, was euch gefällt, was hier nicht gefällt. Und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.